muss ich nämlich einmal rumlaufen. Beziehungsweise jetzt muss ich eigentlich erstmal einmal zurück in Nasserstein holen. Gehen wir mal ordentlich Vollgas hier. Zum Glück haben wir die Bahn, müssen wir hier nicht laufen. Das ist doch sehr schön. Psst. Augen links. Wenn einer eine Idee hat, was ich hier für ein Texture Pack nehmen soll, dann gib mir doch mal so ein paar Hinweise. Ist das normale Minecraft eben nur, ohne Mods momentan? Dabei wird es auch bleiben, denke ich mal. Und da sind wir auch schon da. So, Netherstein. Was man hier für ein Modpack, ein Texture Pack nehmen kann. Da wäre ich dann doch mal gespannt. So, das 64 müssten eigentlich, zwei Sticks müssten reichen für das, was ich vorhab. Muss ich nur mal eben gucken. Ich muss mir mal eben was aufmalen hier auf meinem tollen Plan. Dass ich jetzt quasi die erste fertig habe. Und ich mache das Ganze 5 hoch, denke ich mal. Das wird besser aussehen, wenn ich das noch einen höher ziehe. Das ist überhaupt denn die Idee. Ich werde das Ding noch einen höher ziehen. Dann habe ich nicht 4, sondern 5 hoch. Unten Glas haben wir dabei, Netherstein haben wir dabei. Das reicht dann auch erstmal wieder. Sand kann ich erstmal loswerden. Und dann geht's wieder nach unten. Zwischendurch nochmal eine Kartoffel schnabulieren. Bin ja schon mal gespannt, wie das nachher aussehen wird, wenn alles fertig ist. Mit Insel oben drauf und so weiter. Und da sind wir. Und wir sind schon wieder verkehrt. Oh, Hilfe. Oh, 4 hoch würde auch reichen. Mache ich denn? Ich muss nochmal auf meinen Plan gucken, wie ich die Höhe ist ja nur eigentlich Wumpe. Nee, ich denke, ich lasse das bei 4, 5. Hm. Ja, mache ich das Ding so oder mache ich das? Ich muss mal einmal auszählen, wie viel ich dann habe hier. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 zählen kann er. 18, 19, 20, 21. Ne, wenn ich das jetzt 4 hoch mache, dann soll das eigentlich mal... Ne, 5 hoch mache ich. 5 hoch, dann habe ich 21. 21, da war mir so, als hätte ich mal gesagt, dass ich das machen will. Wie geht's denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4. Hammer, ha. Ne, wir 4, wir setzen noch einen drauf. Dann wird das nämlich gleich richtig interessant werden hier. Ich glaube, ich muss da hinten zwischendurch auch nochmal ein bisschen was wegnehmen von diesem Berg, durch den wir uns da durcharbeiten mussten. Ich will hier runter. Hallo! Hier, Luft! Danke. Ist das alles spannend hier. So, dann haben wir gleich mal hier die mit rein. Dann haben wir den Stack auch aufgebraucht. Eigentlich muss ich jetzt wirklich erstmal zusehen, dass ich hier in diesen kleinen Berg wegkriege. Da ist mir die Luft schon wieder ausgegangen. Das war etwas zu knapp gerade für meinen Geschmack. Ich muss auch nochmal wieder was zu mir nehmen hier, alte Ofenkartoffeln. So, über 5 Herzen können wir, denke ich, mal wieder hoch. Was könnte ich denn noch erzählen? Ich meine, das sieht doch klasse aus. Hier der hinten diese Paarungstanz der Fischgedönse. Naja, er paart sich gerade alleine. So, komm, 4 Herzen habe ich schon. Gib mir mehr. Jetzt haben wir 4,5, da sollen wir auch lang. Das sind immerhin 8 HP. 1 HP ist immer ein halbes Herz. Wer das noch nicht wusste. Gehen wir mal hier fix runter und der hier muss noch weg. Ich hab dich doch gerade entfernt. Warum bist du jetzt... Hallo? Ja, so ist brav.
Ist das klasse, wenn hier wieder mal alles nicht funktioniert, wie soll. Müssen wir das hier doch wegnehmen. Was macht der denn hier? Der Trottel. Oh! Ich aß hier wieder mit dem Glas durch die Gegend. Das ist ja eine wahre Freude. So, gleich einen neuen Stack Glas. Plopp, da habe ich sie wieder aufgesammelt. Na komm. Schwimmen! Wir hier alle groß verarme hier. Den kennt heutzutage auch kaum noch einer, da habe ich irgendwie das Gefühl. Gut, außer die vielleicht, die sich damit auskennen. War ein großer Schwimmer, deswegen heißt er Michael Groß. Nein. Na gut, klein war der Typ nicht gerade, aber... 2 Meter und ein Keks, ich weiß es nicht. 1,90? Zu meiner Jugend war der wirklich, bekannt, sag ich jetzt mal. Ich meine, da gehen aber Nachrichten ein. Ich habe gerade hier nämlich den Artikel gepostet aus der Zeitung. Wegen meinen Eltern da, bla bla. Und dann kommen jetzt hier haufenweise Nachrichten. Hier, toll, bla, teilen, mag ich und so weiter und so fort. Facebook eben. Und nach unten frische Luft aus der stinkigen Lufttasche hier unter Wasser, wo schon die Oktopoden reinge... und so weiter, ne? Gerade mal wieder ein bisschen konzentrieren hier. Hier geht mir schon wieder die Luft aus. Können wir gleich einen neuen Stack Glas hier wieder mal greifen. Wenn wir eh schon unten sind. Ach, wir sind ja schon wieder am Anfang hier. Das ist ja mal klasse. So, dann können wir jetzt einmal kurz Luft schnappen und eine Kartoffel wieder essen. Also für solche Bauaktionen muss man echt immer viel zu essen mit haben. Immer wenn man sich heilt, dann wird ein, wie wir die Herzen unten dazukommen, wird ein bisschen was vom Hunger mit abgezogen. Das ist irgendwie auch jetzt neu seit ein paar Updates. So, jetzt muss ich nämlich hier oben mal das so machen, weil da kommt nämlich gleich die nächste Lage rauf. Geh weg da oben, du Mistding. Mach dich vom Acker, Macker. So ist brav. So, das muss so. Ja, der natürlich hier nicht. So, hier wollen wir mal gucken, dass wir das hier möglichst flink fertig kriegen. Muss jetzt auch so ein bisschen darauf achten, wie ich diese Steine jetzt hier gerade setze. Kann ich jetzt nicht irgendwie setzen, sondern die müssen in bestimmten Formen jetzt wieder gesetzt werden. Quasi ein Ring weiter rein und der hier natürlich nicht, weil da kommt nämlich dann die nächste Lage von den Klötzen drauf, von den Glasklötzen. So, fix nochmal, schnapp die Luft hier und mehr Stein. So, dann haben wir das hier und da geht mir jetzt schon wieder die Luft aus. Das ist ja mal doof hier. Den setze ich jetzt hier noch und dann versuche ich hier mal das Loch zu treffen. Eieieiei, so. War der in die Text. So, und hier muss ich jetzt wirklich erstmal zusehen, dass ich diesen Blödsinn hier weggegraben kriege. Und du wirst erstmal auch erstmal umgenietet hier. Geh weg da, du Mistding. So, der hier muss nämlich verschwinden. Vielleicht können wir das am besten von hier unten weggraben. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Vielleicht können wir das uns die Schwerkraft jetzt hier mal wieder zunutze machen. Das lässt. Ich muss das hier nachher zwar wieder alles dicht machen, weil ich ja eben die Luft irgendwie rausdrücken muss. Aber jetzt zum Bauen ist das wesentlich einfacher, wenn ich das jetzt erstmal so mache. Dann sehe ich nämlich endlich, wohin ich baue. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, wenn man mal sieht, was man macht. Das ist voll angesagt und so. Und ganz, ganz runter brauchen wir sie nicht bauen, aber so, dass ich hier zumindest mal was sehen kann. Den müssen wir mal wegnehmen hier so und dann machen wir das so. Dann hoffen wir mal, dass hier die Schwerkraft uns den Rest auch gleich noch runter... Ich dachte gerade, da hockt ein Creeper, aber das ist nur der alte Kürbis da. Ich bin schon gewundert, wie der hier unter Wasser hinkommen will.
Das läuft ja wieder wie das Katzenbügeln hier. Das ist doch einfach herrlich. Jetzt haben wir immer noch bald diese scheiß Strömung hier nämlich raus. Ja, du musst auch weg, ganz genau. Das hier nehmen wir auch mal alles weg. Und gleich ist mal wieder Kartoffeln futtern, hier habe ich das dumme Gefühl. Aber zumindest kann man jetzt hier sagen, es läuft. Ja doch. Jetzt kann ich zumindest sehen, wohin ich bauen muss hier. Zack, ich will hier hoch, du Affe. Scheiß Strömung. So. Warum jetzt hier noch Strömung ist mir gerade schleierhaft, aber... bestimmt daran liegen, dass ich noch keine Kartoffel gegessen habe. Nein, dass ich hier das weggenommen habe und das Wasser sich noch nicht so... ja, das Wasser sich jetzt irgendwie nicht richtig verteilen kann. So, das heißt, ich kann jetzt hier weitermachen, den Mist hinzulegen. Zwei, zwei, eins, 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 eins. Au, au, au. Schnapp die Luft. Und nochmal eben Luft. Luft! Oh, da gehen mir gerade die Dinger aus. Und die Luft. Netherstein. Das müsste eigentlich reichen, dass ich einmal jetzt so weit komme, wie ich muss. Da vorne muss ich ja nur noch hin. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nirgendwo einen falschen Fehler eingebaut. So, und darauf muss ich jetzt mal eben gucken, wie viele Lagen ich da bauen muss. Da kommen jetzt 3 Lagen Glasblöcke drauf. Und dann sehen wir weiter. Glasblöcke habe ich noch. Ich komme nur, glaube ich, so hoch nicht. Dann muss ich das mit 2 Lagen machen. Erstmal. Und dann gleich noch eine oben drauf setzen. Das dumme Gefühl, ich werde hier immer noch wieder verrecken oder so. Eieieiei. So, gleich wieder eine Ofenkartoffel in den Mund schieben hier. Das wird noch richtig interessant werden. Vielleicht muss ich das hier unten nachher schon anfangen auszufüllen, dass es dann einfacher zu bauen ist, wenn ich noch mehr Luftstationen habe dafür. Ich mache jetzt erstmal eine Lage hier und dann baue ich nachher die andere einfach drauf. Hilfe! Ich denke, nachher ist es einfacher, einfach aufzutauchen. Einfacher, einfach aufzutauchen. Ich rede wieder einen Blödsinn hier. So, da können nochmal ein paar davon hin und dann können wir alle schon wieder hoch. Und Luft. Und hoch. Huch, da ist mir gerade das Glas ausgegangen. Dann gehen wir mal lieber nach unten und schnappen noch mal eben. Und zwar ein Glasdeck. Eieieiei. Diese Hilfssteine, die ich mir hier gesetzt habe, wo ich jetzt die Gläser drauf setze, die werden nachher selbstverständlich auch wieder mit weggerissen. Aber es ist ganz praktisch, wenn man die in einer anderen Farbe macht als später das Füllmaterial. Dann kommt man nicht durcheinander. Ich brauche nochmal wieder eine Kartoffel. Das ist ja, ich verbrauche hier die Kartoffeln, das ist echt Wahnsinn. Ich muss nachher nochmal los und welche besorgen, glaube ich.